Willkommen zurück zu SFS Tutorial und willkommen zum zweiten Teil von der Oberfläche. Und jetzt geht's einfach weiter und zwar mit der Terrain Formula. So, dann haben wir hier Terrain Formula und zwar sieht das auf jeden Fall nach einer ganzen Menge aus. Es ist auch eine Menge, aber nach einer Weile, also wenn man es wirklich kapiert hat, dann ist es auch ziemlich leicht. Also Terrain Formula, das sorgt eben dafür, dass man Strukturen an der Oberfläche hat, wie eben Berge oder Hügel. Wenn ihr zum Beispiel das Ganze einfach weglasst, dann habt ihr eine komplett flache Oberfläche. Also ihr habt eine perfekt runde Erde, was natürlich auch schön ist, aber relativ uninteressant. Deshalb kommt Terrain Formula ins Spiel. Und zwar haben wir hier verschiedene Sachen. Ihr seht da Output und so weiter. Wir schauen uns mal an. Also es ist eine Oberflächenstruktur. Als erstes kommt Output. Das ist sehr wichtig, weil man eben durch diesen Output eben erst die Höhenkarte hinzufügt. Und das ist gleich der Add Height Map. Also eine Höhenkarte wird hinzugefügt. Und zwar mit diesen Eigenschaften hier drin. Und zwar haben wir einmal den Namen von der Höhenkarte. Und zwar kann man das auf verschiedene Sachen einstellen. Nämlich einmal gibt es Purlin. Es gibt Craters, Crater Edge, Mars, Phobos, Deimos und Io. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, Mars, Phobos, Deimos und Io haben eben ihre eigenen Höhenkarten. Ja, also wir haben hier zum Beispiel Mars und hier, da steht Mars mit verschiedenen Zeilen dahinter. Aber ansonsten gibt es halt hauptsächlich Purlin. Und Purlin ist auch eines derjenigen, also der Strukturen, die am meisten benutzt wird. Und Phobos, Deimos und Io haben natürlich auch ihre eigenen. Sowas wie Craters und Crater Edge zum Beispiel kommt beim Merkur und bei der Erde vor. Und damit haben wir das erste. Danach die Breite, das ist logisch, das ist die Breite in Metern. Und zwar würde ich euch da empfehlen, zuerst den Umfang vom Planeten zu errechnen und dann durch irgendeine Zahl zu teilen. Also, falls ihr es nicht wisst, wie man den Umfang berechnet, ihr nehmt den Radius mal 2 und mal Pi, dann kriegt ihr den Umfang vom Planeten. Dann könnt ihr das durch 8 teilen oder durch 10 und dann kriegt ihr eben 10 von diesen Höhenstrukturen eben auf der Oberfläche. Ich weiß nicht genau, wie oft die Sachen hier drin vorkommen. Auf jeden Fall eine ziemlich große Menge. Dann die Höhe, das ist einfach Multiplikate für die Zahlen, die normalerweise in den Strukturdateien drinstehen. Also normalerweise sieht das halt so aus, dass wir eben nur eine Reihe von Zahlen haben und das bestimmt halt die Höhe für einen bestimmten Bereich. Also wir haben eine Zahl zum Beispiel 1,2 und das multipliziert sich dann mit der Höhe zur wahren Höhe, die dann im Spiel ist. Und natürlich gibt es immer wieder ein paar Abweichungen, damit die Oberfläche eben nicht komplett gleich aussieht, sondern eben ein bisschen abwechselnd. Aber ansonsten sehen die dann relativ gleich aus. Dann haben wir den Strukturnamen. Und zwar gibt es da wieder verschiedene Sachen. Es gibt einmal Curve 1 bis Curve 8, also 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann 8. Dann gibt es Pau und Pau 3 und Top. Das sind auch wieder so ähnlich wie die Höhenkarten hier oben, sind es nochmal so weitere Strukturen, die man hinzufügen kann. Und als letztes gibt es hier noch ein M. Und zwar gibt es ein M hier vorne. Da ist ein M statt Output. Also das wird nicht direkt zur Höhenkarte, sondern das M steht als Multiplikator für eine andere Oberflächenstruktur. Wir haben ja hier dieses hier und am Ende steht das M und das wird eben hier vorher definiert. Das muss auch vorher definiert werden, sonst klappt das nicht. Und das, wenn es zum Beispiel eine 2 und eine 2 gibt, also wenn es hier oben eine 2 gibt und hier unten eine 2 bei irgendeinem Punkt, ist vollkommen egal, dann multipliziert sich das zu einer 4 und dann habt ihr da zum Beispiel einen hohen Hügel von 4 Metern Höhe, keine Ahnung. Jedenfalls können Strukturname,
Also diese Sachen hier, Curve 1 bis Curve 8 und M können auch entfallen. Also es gibt auch welche, die das gar nicht haben. Zum Beispiel eben die Erde. Da haben wir nur Perlen, nur die Breite, nur die Höhe. Und dann war es das. Hier beim Mars ist es auch so, bis auf natürlich Mars und kleine Besonderheit. Ansonsten sieht das eben genauso aus. Und das war es praktisch mit Terrain Formula. Es ist eine Menge Text. Und ihr könnt auch praktisch unendlich viele dahin machen, ganz euch überlassen. Und dann kommen wir zur nächsten Sache, Texture Formula. Und ihr seht, ja, keine Ahnung, niemand benutzt es, macht nichts, es ist scheinbar irrelevant. Ich hab praktisch die besten Planet Editors auf dem Discord gefragt und die haben das nie wirklich angefasst. Ich habe den Developer gefragt, der hat gesagt, dass irgendwas mit den Texturen auf der Oberfläche ist. Ich habe es ausgetestet, Mond hat das zum Beispiel. Und es hat nichts am Aussehen geändert. Ja, ich habe Screenshots genommen, ich habe sie miteinander verglichen. Ich sehe keinen Unterschied zwischen diesen beiden Sachen, ob man es jetzt benutzt oder nicht. Deshalb braucht ihr das eigentlich nicht. Im Grunde könnt ihr alles, was hier drin ist, das alles löschen und einfach nur eckige Klammer auf, eckige Klammer zumachen. Und dann war es das. Deshalb, keine Ahnung, benutze es einfach nicht. Ich werde es auch nicht benutzen. Dann Vertex Size, das ist hier auf 2. Das sind die Abstände zwischen den Höhensegmenten. Ich habe es ja eben schon angesprochen, also diese Höhenkarten sind so aufgebaut, dass da immer irgendeine Zahl ist. Und diese Abstände zwischen den Höhensegmenten beschreibt halt, wie lange diese Höhe beibehalten wird, bis eine neue Höhe angenommen wird. Wenn ihr auf eine höhere Zahl geht, dann gibt es eben größere Abstände. Das Spiel läuft insgesamt sauberer, ja, es ist nicht so, es ruckelt nicht. Aber es sorgt eben auch dafür, dass das Gebiet irgendwie so ein bisschen abgrenzt, also so ein bisschen abgeschnitten ist. Es gibt immer wieder Ecken und Kanten. Wenn es auf eine sehr niedrige Zahl setzt, dann ist der Abstand relativ klein. Dann kriegt ihr sehr, sehr sehr weiche Oberfläche, sehr einfache Übergänge. Allerdings kriegt ihr dann irgendwann Probleme, dass es einfach nur noch laggt. Also so richtig schlimm laggt, wo man auch nichts dagegen tun kann. Und deshalb müsst ihr da ein bisschen vorsichtig sein. Dann Collider, Doppelpunkt True. Also es ist einfach nur, dass die Oberfläche eine physikalische Eigenschaft hat. Also dass es auch Interaktion zwischen Rakete und Objekt gibt. Ihr könnt dann drauf landen. Wenn ihr es auf False macht, habt ihr zum Beispiel einen Gasplaneten oder generell irgendwas, was eben keine Oberfläche besitzt. Ja, das funktioniert dann eben so. Und dann kommen wir zu Flat Zones, wahrscheinlich das neueste von allem und das letzte auch hier. Das gehört alles zusammen zu Flat Zones. Flat Zones sind flache Zonen, beziehungsweise eine einzelne flache Zone. Und zwar seht ihr das, wenn ihr ein neues Spiel startet, ist das diese Zone links von dem Launchpad. Da, wo in der Beta dann auch die ganzen Gebäude stehen, ist eben eine sehr flache Zone, wie der Name eben schon sagt. Und das kann man eben auch hier drin verändern. Und zwar einmal die Höhe, und zwar Höhe in Metern, also ist 18 Meter über normal Null, sage ich mal. Dann haben wir Angle, das ist die Fläche, die dann eben entlang der Oberfläche versetzt wird. Das ist gegen den Uhrzeigersinn. Und es startet rechts, also wenn ihr aufs Null packt, dann ist es rechts von der Erde. Und die Zahlen sind gültig 0 bis 6,28, wahrscheinlich noch 6,3, aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Jedenfalls, wenn ihr eine andere Zahl eingibt als die, dann erscheint das gar nicht auf der Erde, also dann kann man es gar nicht mehr sehen. Dann, die Sache ist die, ja, also ich wollte es eigentlich noch sagen, die Sache ist die, ist genauso wie hier unten mit Argument of Periapsis, also der Körper wird entlang der Bahn gegen den Uhrzeigersinn versetzt, startet auch rechts, aber hier oben ist das nicht in Grad. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Hier unten ist es in Grad, wenn ihr auf 180 Grad setzt, dann ist es eben auf der anderen Seite vom Orbit. Hier oben ist das nicht so. Ein bisschen merkwürdig. Hier gibt es einfach nur eine praktisch wildfremde Zahl, die ihr da einsetzen müsst. Und da müsst ihr eben selbst herausfinden, wie
wie das aussehen soll. Das hier entspricht ungefähr den Koordinaten für das Launchpad eben. Und als nächstes Width, die Breite. Und ich finde ein bisschen merkwürdig, dass Höhe und Breite nicht direkt nebeneinander sind oder untereinander. Aber gut, von mir aus, das ist eben die Breite in Metern wieder. Und dann haben wir noch als letztes Transition. Das ist bei 200. Das ist eben der Übergang zur normalen Oberfläche. Wenn es auf eine sehr hohe Zahl setzt, dann habt ihr einen sehr weichen Übergang. Wenn es auf eine sehr niedrige Zahl setzt, zum Beispiel 0, dann habt ihr eben eine schräge Kante, die gerade runter geht. Und dann war's das inzwischen. Ja, also es war's. In der nächsten Folge kommen dann die ganzen Texturen dran. Man kann hier unter anderem bei den Heightmaps, bei den Höhenkarten eigene erstellen. Zum Beispiel eben als Textdatei oder eben als Bild. Und dann eben die Planetentexturen, also hier Planet Texture. Dann schauen wir uns noch die Wolken an, die kann man machen. Und eben auch die Atmosphärentextur. Wo war das? Da war es. Nee, da. Ja, also werden uns verschiedene Sachen anschauen. Ich werde auch schon ein paar Sachen erstellen. Weil, wie schon gesagt, ich möchte ein eigenes Sonnensystem erstellen. Das heißt, es wird dann auch der erste Teil sein, wo ich dann Teil für einen Planeten erstelle. Also wir werden quasi einen ganzen Planeten erstellen, den Rest mache ich dann selber. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.